Ja, schönen guten Tag, liebe Meerbuscherinnen und Meerbuscher. Herzlich willkommen heute mal wieder aus meinem Büro hier an der Dorfstraße in Büderich zum Bommerstag am 20. Juni. Ja, der Blick zurück in die letzte Woche ist sehr umfangreich. Es hat viele, vor allen Dingen interessante Austausche, aber auch Vorträge gegeben, über die es durchaus zu berichten gilt oder zu berichten lohnt. Am vergangenen Montag war ich auf Einladung der Antisemitismusbeauftragten im Land Nordrhein-Westfalen, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, ehemalige Justizministerin im Bund, bei der Bezirksregierung in Düsseldorf. Dort wurde im dortigen Plenarsaal über das Thema Antisemitismus in unserem Land berichtet. Und ich muss leider auch sagen, nicht, dass man es vorher nicht auch schon gewusst hätte, aber die nackten Zahlen, wie sich der Antisemitismus in Deutschland, aber auch in Europa und dort teilweise noch schlimmer, aber bei uns auch schon schlimm genug, Bahn gebrochen hat in der jüngeren Vergangenheit. Natürlich befeuert auch durch den Krieg in Gaza, dass viele Jüdinnen und Juden in unserem Land wieder Sorge haben, ihre Kinder in die Schule zu schicken oder ganz normal sich im gesellschaftlichen Leben zu integrieren. Das ist erschreckend, das ist beschämend. Und da gilt es, mit aller Kraft gegenzuarbeiten. Deswegen war dieser Termin mal wieder wachrüttelnd und hat deutlich gemacht, was eben auch von Bundes- und Landesseite unternommen werden muss und soll, um hier aufzuklären. Weil genau da fängt das Problem schon an. In frühester Jugend werden junge Menschen schon entsprechend geprägt und tragen dann ihre Gedanken schon in Grundschulen. Das kann man sich kaum vorstellen. Also für mich erschreckend, dass der Antisemitismus in unserem Land wieder eine so zweifelhafte Bedeutung bekommen hat oder eine große Bedeutung bekommen hat, eben weil die Übergriffe dokumentiert sind und uns aufschrecken, dass man alles tun muss, um hier aufzuklären und dafür zu sorgen, dass sich Jüdinnen und Juden selbstverständlich in unserem Land heimisch und sicher fühlen, vor allen Dingen. Ja, ein schwieriger Termin mit schwieriger Kost. Am Dienstag war ich beim Arbeitstreffen des Städte- und Gemeindebundes im Regierungsbezirk Düsseldorf. Auch dort durchaus keine leichte Kost. Die Vertreterinnen und Vertreter der angeschlossenen Kommunen haben nach dem Überblick des Hauptgeschäftsführers Christoph Sommer, der aus seiner Arbeit dieses Städte- und Gemeindebundes, der uns als kommunaler Spitzenverband gegenüber der Landesregierung Nordrhein-Westfalen oder aber auch der Bundesregierung in Berlin vertritt, er hat einen Rundumschlag über die aktuellen Themen gegeben, die natürlich seit vielen Monaten und mittlerweile auch Jahren vielfach die gleichen sind. Es geht um das Thema der Unterbringung geflüchteter Menschen. Es geht um das Thema der Schulausbauten, die nicht nur hier in Meerbusch ein Prioritätsthema sind, auch in anderen Kommunen und alle eben sich vor den Herausforderungen der Finanzierbarkeit schon an Grenzen oder darüber hinaus sehen und hier natürlich die Unterstützung seitens des Landes und des Bundes eingefordert wird. Aber da ist im Moment leider nicht mit entsprechenden Signalen zu rechnen, weswegen wir nur weiter darauf pochen müssen und über unsere kommunalen Spitzenverbände hier als Sprachrohr gegenüber der Landes- und Bundesregierung Druck ausüben, damit man uns als Kommunen mit unseren Aufgaben der Daseinsvorsorge und aber auch eben der Themen, die uns seitens übergeordneter Behörden durch Gesetzgebungen auferlegt werden, Stichwort Konnexitätsprinzip, wer die Musik bestellt, sollte sie eigentlich auch zahlen, aber genau an dieser Stelle hapert es an dem einen oder anderen Punkt und da können wir nicht locker lassen, hier entsprechend unsere Standpunkte zu vertreten. Deswegen auch dort ein wichtiger Austausch, aber eben leider auch mit schwierigen Themen, die uns allesamt in der kommunalen Gemeinschaft im Land beschäftigen. Ja, schauen wir auf etwas Schönes. Wir haben davon noch gar nicht gesprochen. In der vergangenen Woche gab es einen Jurybesuch für den Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft. Ich war zu diesem Anlass anwesend in Ossum. Ossum-Büsinghofen hat sich initiativ durch den dortigen Bürgerverein beworben, hier ein Preisgeld für die gute Arbeit des Bürgervereins in Ossum-Büsinghofen zu gewinnen, die Jury zu überzeugen, dass eben in Büsinghofen, in Ossum-Büsinghofen, gute ehrenamtliche Arbeit für die Dorfgemeinschaft gemacht wird. Für den Sieger hat es nicht ganz gereicht. Hülschrath in Grevenbruch, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, wurde durch die Jury als
Sieger gekürt, aber dennoch ein erster Preis und auch ein Sonderpreis geht nach Ossenbösinghofen, was eben deutlich macht, dass die Damen und Herren, die sich dort engagieren, einen guten Job machen für ihre Dorfgemeinschaft in Bösinghofen, dass die Jury eben genau das auch honoriert hat mit einer klaren Aussage eines Sonderpreises, aber auch eben eines der ersten Preise, die dann eben auf Ossenbösinghofen gefallen sind. Herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen Dank in erster Linie an den Bürgerverein Bösinghofen in Vertretung der Vorsitzende Philipp Grüneberg, aber eben auch alle, die ihn dabei unterstützt haben, Ossenbösinghofen der Jury so positiv vorzustellen. Ja, zusammen mit unserer Wirtschaftsförderung und auch dem Kämmerer haben wir schon seit einiger Zeit die Unternehmensbesuche als festen Termin in unserem Kalender stehen. Wir versuchen 4-5 Mal im Jahr Unternehmen zu besuchen, die eben als Gewerbetreibende bei uns in der Stadt natürlich eine wichtige Funktion übernehmen. Sie schaffen zum einen Arbeitsplätze und natürlich ist es auch für uns eine äußerst wichtige Einnahmequelle als städtische Verwaltung, dass wir von der Gewerbesteuer natürlich dann entsprechend auch wieder Investitionen tätigen können. Und so wollen wir natürlich den Kontakt aufrechterhalten zu unseren Gewerbetreibenden in der Stadt. Das ist natürlich Aufgabe der Wirtschaftsförderung, die auch von dieser Seite aus gut erfüllt wird. Aber darüber hinaus haben wir uns eben vorgenommen, in dieser Dreiergruppe Bürgermeister, Wirtschaftsförderer und Kämmerer verschiedene Gewerbetreibende zu besuchen, um uns einfach mal aufklären zu lassen, was am jeweiligen Standort geschieht und ob es eben Ansätze gibt, über die noch gesprochen werden kann, was wir als Stadt noch tun können. Neben unseren erfolgreichen Formaten der Wirtschaftsförderung Wirtschaft trifft, eine Netzwerkveranstaltung, die auch immer wechselnd in unterschiedlichen Betrieben in unserer Stadt stattfindet, und dem Standortmagazin Meerbusch, wo jetzt im Übrigen eine neue Ausgabe Sommer 2024 auch erschienen ist, ist das eine weitere Möglichkeit, den Kontakt zu unseren Gewerbetreibenden in der Stadt zu halten. Und so waren wir am vergangenen Freitag bei der Loxess Medical Solutions GmbH, ein Unternehmen, was sich neu angesiedelt hat im Gewerbepark Molsfeld, und haben einmal uns aufklären lassen, was dieses Unternehmen dort vor Ort eigentlich tut. Ja, aber auch die Politik war in dieser Woche natürlich wieder fleißig. Vorgestern am Dienstagabend hat es eine Sitzung des Hauptfinanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses gegeben, in dem noch einmal die Weichen gestellt worden sind für die Beschlüsse im Sonderausschuss Zukunft der Feuerwehr. Es geht also weiter mit dem Ausbau bzw. ja, den Neubauten für unsere Meerbuscher Feuerwehr, Gerätehaus und Osterrad, aber auch die Feuerwache an der alten Ziegelei hier an der Mörserstraße in Büderich. Die nächsten Schritte sind auch im Hauptausschuss positiv getroffen worden, beschlossen worden, und jetzt geht es dann am kommenden Donnerstag nächste Woche damit noch einmal in den Rat. So ist die Sitzungsfolge. Der Rat muss es dann schließlich und endlich weiter entscheiden. Und ja, dann geht es mit diesen beiden so wichtigen Projekten für unsere Stadt auch weiter. An dieser Stelle schon einmal die herzliche Einladung wieder für die kommende Woche Ratssitzung im SMG in Strümp. SMG ist auch ein Stichwort, was jetzt in den nächsten Wochen ansteht. Beginnend am Freitag die Schulentlassfeier in der Realschule für die dortigen Zehntklässler. Aber dann eben auch in den nächsten Tagen und Wochen geht es dann an allen weiterführenden Schulen weiter mit den Entlassfeiern von eben den Zehntklässlern oder auch den Abiturienten, die ihre Schullaufbahn entweder mit einem Zwischenziel abgeschlossen haben, nämlich die Zehntklässler möglicherweise dann auch noch weitergehen, aber auch die Abiturienten, die eben dann den höchsten deutschen Schulabschluss erreichen konnten. Da freue ich mich schon drauf, dass immer sehr stimmungsvolle Entlassfeiern, die da in unseren Schulen entsprechend auch stattfinden. Was noch am kommenden Wochenende aber natürlich ein wichtiger Termin ist, neben dem Königsvogelschießen in Langlatum, wo am Samstag eine neue Majestät ermittelt wird, freuen wir uns am Sonntag auch auf den Ökomarkt in Langlatum. Ja, ein mittlerweile ja schon über viele Jahre traditioneller Markt, der natürlich, wie der Name schon sagt, den Schwerpunkt auf Ökologie und Nachhaltigkeit in unserer Stadt hat. Und ich freue mich insbesondere wieder bei diesem Termin darauf, die Siegerinnen und Sieger für unseren Umweltkalender küren zu dürfen. Es werden bekannt gegeben, wer welchen Platz belegt hat und welche Kalenderbilder somit dann eben den Umweltkalender 2025 schmücken werden. Hierzu bin ich um 12 Uhr in Langlatum am alten Schulhof am kommenden Sonntag. Ja, so viel vielleicht für den heutigen Bommerstag. Ich muss mich jetzt auf den Weg machen in eine nächste Sitzung des Verwaltungsvorstandes. Einmal in der Woche immer sitze ich mit den Kolleginnen und Kollegen des Vorstandes hier im Rathaus zusammen, um die aktuellen Themen, die unsere Stadtgesellschaft betreffen, zu besprechen. Ja, ich danke Ihnen einmal mehr für Ihr Interesse und hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin, tschüss, danke.